Neues aus dem Plattenschrank, die Folge 17. Los geht's. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Die nächste Folge Neues aus dem Plattenschrank. Und ich hatte es ja schon erwähnt, ich muss ein bisschen Gas geben, weil bei mir hat sich einiges angestapelt. Deswegen schon die nächste Folge. Und das erste Album, das ich heute zeige, ist für mich ein sogenannter No-Brainer. Eine Platte, die ich blind gekauft habe. Warum? Weil es in dem Genre meine Lieblingsband ist. Und wer mich kennt, weiß, was jetzt kommt. Es ist die aktuelle Scheibe von Underoath, Voyeurist. Ja, wie gesagt, das ist für mich keine Frage, ob ich diese Platte kaufe. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil ich habe jedes Album und ihr wisst, das ist meine Lieblingsband. Wir sind hier wieder im Bereich Post-Hardcore, Metalcore, wie man es auch nennen möchte. Ich muss ehrlich sein und euch sagen, ich bin bei diesem Album noch nicht richtig angekommen. Auch wenn das Vorgängeralbum davon schon sich gut unterschieden hat von dem, was die Band früher gemacht hat, hatte ich da sehr schnell den Zugang dazu gefunden. Zu diesem Album ist es mir bisher noch nicht zu 100% gelungen. Hört trotzdem ihr mal rein. Vielleicht zündet es bei dem einen oder anderen direkt. Bei mir dauert es wohl noch etwas oder vielleicht auch gar nicht. Da, auch wenn das meine Lieblingsband in dem Genre ist, kann ich gerne ehrlich sein. Ich zeige euch mal noch das Vinyl. Ich habe hier die babyblaue, hellblaue Colored Edition. Einfach ein schönes, helles Blau. Klanglich, ja, genreüblich mittelmäßig. Aber ja, was will man machen als Fan? Die nächste Platte, wieder etwas aus der Blue Note Classic Reihe. Es handelt sich dabei um Inner Urge, Joe Henderson. Eine fantastische Platte, würde ich sagen. Fast ein Tipp für jeden, der für einen Jazz-Experten oder auch für jemanden, der erst anfängt, in den Jazz reinzugucken. Ist zum größten Teil, finde ich, sehr zugänglich, das Ganze. Wir haben hier Joe Henderson on Tenor Sax, Mac Coy Tyner am Piano, Bob Cranshaw am Bass und Elvin Jones an den Drums. Ein Album, das mir mega Spaß macht und wie wir es alle schon gewohnt sind, die Blue Note Classic Reihe hat hier wieder abgeliefert und klanglich ganz toll. Wenn ich sage klanglich ganz toll, dann wird es bei der nächsten Platte noch viel, 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 viel toller. Und zwar handelt es sich dabei um ein Album, das ich schon länger auf dem Schirm habe. Und ich wusste auch, welche Version ich davon will, konnte mich nicht durchringen und habe jetzt irgendwann gesagt, komm, hier bekomme ich sie noch neu bei einem Händler, jetzt investierst du die Kohle. Es ist eine Platte, die, glaube ich, nicht selten auf Hi-Fi-Conventions, wenn Jazz gespielt wird, als Vorführplatte gespielt wird. Und zwar handelt es sich dabei um die Oscar Peterson Trio, We Get Requests. Bestimmt hat der ein oder andere das schon einmal gesehen. Ein legendäres Album. Ich habe mir hier gegönnt die Version von Analog Productions. Und es handelt sich dabei um eine Version in 45 RPM. Deswegen ein Doppelvinyl, zwei Platten. Ein schönes, glossy Cover, leider in dem Fall nicht als Gatefold gestaltet, sondern ein bisschen breiteres, einfaches Cover, wo beide Platten rein sollen. Das ist das Einzige, was ich wirklich daran zu bemängeln habe, dass es kein Gatefold ist. Ansonsten ist das alles ganz hochwertig gemacht, ja, und Analog Productions für die 45 RPM mit einer Platte, die sowieso mega gut klingt, ist natürlich affengeil. Also ich muss euch sagen, es ist Wahnsinn. Gehört jetzt definitiv zu meinen Top 3 bestklingendsten Jazzplatten. Es sind ja hier nur drei Musiker im Spiel, aber das Ganze ist so krass freigestellt und räumlich getrennt und plastisch dargestellt. Also es ist ein absolut irres Erlebnis und mit Sicherheit eine der Platten, wenn man sagen will, Mensch, welche Platte, für welche Platte gebe ich denn viel Geld aus,
mit der ich im Chess-Bereich meine Anlage zeigen kann, ein absoluter Tipp und Kandidat dafür. Die ist natürlich bei uns in der Verfügbarkeit relativ rar gesät. Wenn man in Amerika bei Analog Productions bestellt, geht es natürlich einfacher. Die kostet schnell mal über 100 Euro bei Discogs. Macht's wie ich, seid geduldig, schaut mal hier und danach. Irgendwann taucht sie dann auf zum regulären Preis innerhalb bei uns in Europa und ihr werdet es nicht bereuen. Und als nächstes kommt mal was ganz anderes, und zwar eine Platte, die ich gesehen habe bei dem netten YouTube-Kollegen Stefan Hört Rein. Stefan Hört Rein macht viel Deutschrap, aber hier und da auch mal was anderes. Schaut mal bei dem Stefan vorbei, wer ihn noch nicht kennt. Und er hatte diese Platte vorgestellt. Und zwar handelt es sich dabei um OPEC. Das Ganze sieht so aus. Der Kollege kommt aus Deutschland und ist relativ unbekannt. Das Ganze hier ist so ein sehr beatmäßiges Teil. Er hat sich hier aber auch verschiedene Musiker an die Seite geholt. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig cooles Ding. Ich weiß gar nicht, in welche Genre ich es genau stecken soll. Vielleicht kann man sagen, Instrumental, Hip-Hop, Beat, Jazz. Irgendwie so ein Mischmasch daraus. Echt cool, passt für die verschiedensten Situationen, wo man das hören kann. Finde ich echt super und klingt auch sehr, sehr vernünftig. Ich war echt überrascht. Finde ich ganz toll. Ihr seht, handnummeriert, das ist hier die 105. Ja, und ich habe sie so nirgends mehr gefunden. Ich habe ihn direkt über Instagram angeschrieben und da bin ich mit ihm noch, oder hat er noch eine gefunden oder hat gesagt, er hat noch Restbestände und habe ich direkt über ihn bestellt quasi. Also wen das interessiert, mit ihm mal da direkt Kontakt aufnehmen. Denn das ist wirklich nichts, was besonders bekannt ist, leider, weil ich finde es echt cool. Und als letztes für heute noch ein absoluter Leckerbissen, wie ich finde. Ich möchte hier auch allgemein über das Label nochmal sprechen, das rausgebrungen hat. Und zwar geht es hier um Sam Records. Es handelt sich hier um das Album Donald Byrd and Bobby Jasper, Can 58. Und mal allgemein zu Sam Records. Ich habe hier das ein oder andere schon von denen. Sitzen in Frankreich ist eine Ein-Mann-Show. Ja, macht einer ganz alleine das ganze Thema. Und das sind quasi Live-Aufnahmen hier in diesem Fall, die noch nie erschienen sind. Wie er da an die Rechte kommt, wie das funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall bekommt ihr die irgendwie und bringt quasi dieses Konzert aus Frankreich in Cannes 58 zum ersten Mal auf Vinyl. Also sozusagen ein First Press. Ja? Und hier steht noch Master from the original Inner Master Tapes, cut by Kevin Gray at Coherent Mastering, played it at Quality Record Pressing, ja, QRP. Schaut nochmal hier den ganzen Halbsticker, ja. Und das ist echt so, ja, ich würde sagen, eine Liebhabersache, ne? Echt cool und es freut mich auch, dass mal hier was aus Europa kommt und nicht immer alles aus Amerika. Da kommt man ein bisschen einfacher dran, direkt aus Frankreich. Und hier wird feinste Arbeit geleistet von Sam Records. Ich zeige euch mal, wie toll das ist. Wir haben hier ein sogenanntes Flipback-Cover. Ja, ihr seht, das ist hier oben so rumgefaltet, wie das früher auch gemacht wurde. Einfach in dem Style der alten Schallplatten das Ganze gemacht. Und ist ein mittelschweres Karton mit diesem Flipback. Fühlt sich sehr hochwertig an. Das Ganze kam hier mit noch zwei Inners. Ja, in diesem Schnappschuss von diesem Konzert zum Aufklappen. Diesen Schnappschuss, das könnte man sogar rahmen, ist auch cool. Und das Ganze kommt in hauseigenen Inner Sleeves von Sam Records. Und ich dachte zuerst, oje, oje, aber nein, die sind gefüttert, auch wenn es Außenpapier ist, die sind innen gefüttert. Ich habe trotz alledem das Ganze gewechselt. In meine üblichen Hüllen. Ja. Ich zeige euch das nochmal. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, wie sie das gelöst haben. Wir haben hier auf der einen Seite, ja, ich würde sagen, so ein klassisches Cover. Entschuldigung, ein klassisches Label. Und auf der anderen Seite auch nochmal ein Foto. Ganz schön gemacht.
Und ja, was soll ich euch sagen? Es handelt sich dabei um ein Konzert, es handelt sich um eine Mono-Aufnahme. Und obwohl ich nicht der größte Mono-Fan bin, das habe ich, glaube ich, hier und da auch schon mal gesagt. Also ich mag es lieber Stereo. Ist das mit Sicherheit eine meiner besten Monos, die ich habe. Und sie klingt absolut toll. Da ist alles schön zentral in der Mitte. Logisch, ist ja Mono. Und das ist so ein bisschen schön gestaffelt. Ja? Die Instrumente stehen hintereinander gestaffelt oder auch mal was höher, mal tiefer. Also hier ein tolles Mono-Erlebnis. Auch musikalisch das Konzert, ganz toll, hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin total froh, dass ich mir diese Version geholt habe und möchte wirklich jedem ans Herz legen, bei Sam Records mal reinzuschauen. Weiß nicht, ob die inzwischen vergriffen ist. Ich verlinke es natürlich unten mal für euch. Die haben auch andere tolle Sachen. Schaut da mal rein. Ja, ich hoffe, die ein oder andere interessante Platte war für euch heute wieder dabei. Und ja, schaut noch ein paar alte Videos von mir, lasst mir ein Abo, ein Like und vielleicht auch einen Kommentar da. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann.